Hallo, heute sind wir im Aquazoo Lübbecke Museum. Hier, Notropis amecae, die Amecae-Ritze, ist in der Natur bereits ausgestorben. Sie gibt es also nicht mehr, sie gibt es nur noch in Menschenobhut gezüchtet. Da gibt es also bestimmte Personen, die sich ganz besonders um diese Fischart kümmern. Und die haben sich 2009 zu einer Interessengemeinschaft, der Goody Eat Working Group, zusammengefunden. Diese Art kommt natürlicherweise im Hochland von Mexiko vor, in der Mesa Central. Und dort sind die kleinen Habitate, die kleinen Bäche, Quellgebiete, Quelltümpel stark durch Umweltverschmutzung oder Austrocknung oder Weidewirtschaft, Zertrampelung durch Weidevieh gefährdet. Und so ist der Lebensraum dieser Art dort verloren gegangen. Und die findet man also in der Natur, kann man sie nicht mehr nachweisen. Nur noch in Menschenobhut wird sie gezüchtet. Bei uns sieht man jetzt hier in diesem Schwarm auch verschiedene Größenstufen. Also das sind hier die adulten Tiere. Männlein und Weiblein sind bei dieser Art nicht ohne weiteres auseinanderzuhalten. Sie haben keinen Geschlechtsdimorphismus. Und diese kleineren Flitzer hier, das sind also Nachzuchten hier bei uns im Hause entstanden. Und da geben wir uns besonders Mühe natürlich bei dieser Art, weil sie ja in der Natur ausgestorben ist. Also die Tierpfleger kümmern sich also hier ganz intensiv drum. Und das machen sie insofern, dass sie einen Wollmob hier in dieses Aquarium hängen. Und an diesem Wollmob laichen die Tiere gerne ab, legen also ihre Eier dort, platzieren die und die Männchen besamen dann die Eier. Und wir können dann diese Wollmob sehr gut rausnehmen. Mit einem regelmäßigen Turnus kontrollieren wir den. Und sammeln dann mit so einer kleinen weichen Pinzette die Eier ab und tun sie hinter den Kulissen in ein gesondertes Aquarium, in ein ganz kleines Aquarium, wo wir auch dann gut die Jungfische im Blick haben. Die sind nämlich wirklich mega klein, die sieht man kaum mit bloßem Auge. Zu Anfang haben wir immer hier natürlich gelauert, wann haben wir die ersten Nachzucht, wann ist es endlich soweit. Und eines Morgens stand ich dann mal hier vor dem Becken und dachte wirklich, ich träume, und dann huschte nur so ein ganz kleiner Bindfaden durch das Bild sozusagen und mit so zwei mini kleinen Äuglein dran, und das war dann also ein Jungfisch. Da waren wir natürlich sehr aufgeregt und haben dann erstmal versucht, diese Jungfische rauszuholen aus dem Aquarium, weil wir natürlich diese ersten Nachzuchten besonders retten wollten. Und es ist nämlich so, dass die adulten Tiere, die ausgewachsenen Tiere, dann leider Gottes auch gerne mal ihre Jungfische, ihren eigenen Nachwuchs verspeisen. Deshalb müssen wir da also sehr hinterher sein, die dann immer rauszuholen und in ein extra Aquarium zu setzen. Bei Zoos Media schauen wir hinter die Kulissen moderner Zoos, und wenn euch das interessiert, vergesst nicht, am Ende des Videos den Kanal zu abonnieren. An dieser Stelle hier haben wir das Nachzuchtbecken bzw. das Becken für den Nachwuchs der Amecae-Ritzen. Aktuell ist hier nur ein kleiner Mini-Jungfisch drin, der zuckelt hier so durch die Gegend, hat den Bauch sich vollgeschlagen mit kleinen Artemia-Laufbillen. Und hier oben in dem Becken, was verbunden ist mit dem Aufzuchtbecken, sieht man am Boden liegend ganz kleine, mini kleine Eier. Die haben wir abgesammelt aus dem Schauaquarium, das machen wir ja regelmäßig. Dort hatten die Elterntiere diese Eier an den Wollmob gelegt, und wir sammeln die dann dort ab und tun die hier in diese Behälter. Und nach ein paar Tagen schlüpfen dann die Jungtiere aus den Eiern und werden langsam erwachsen. Die sind wirklich sehr, sehr klein, man kann die kaum sehen im Wasser. Es ist, als wenn eine Nadel durchs Wasser schwimmt. Und dieses Tier hier, das ist also schon ein paar Tage alt. Das ist jetzt von Anfang September. Also die wachsen auch entsprechend langsamer. Sind wirklich ganz kleine Jungfische, die geschlüpft sind. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.